Was geht, Leute? Mein Name ist Anna Fox und heute spielen wir das Thief Simulator. Ja, das gibt's auch in VR. Wir sind ein Dieb. Wir lassen unsere kleptomanischen Triebe freien Lauf und suchen uns das Hab und Gut von anderen, um es gewinnbringend an den Mann zu bringen. Ist vielleicht ethisch gesehen und moralisch gesehen verwerflich, aber who cares, es ist in VR und wir können es ausprobieren. Wir können unsere Tricks rauslassen und gucken, dass wir einer der reichsten Menschen auf der Welt werden. Das ist nämlich unser Ziel, wie auch immer, auch bei anderen Spielen. Und deswegen will ich jetzt nicht lange losreden. Wir machen uns los und klauen uns den reichen Dudes und Dudettes ihr Habgut. Los geht's. Ah, sieht schick aus. Sieht schick aus, vor allem. 300. Ah, you have 44 minutes and 53 seconds left. Großes Unterschied sehe ich jetzt nicht. Es würde wahrscheinlich auch flüssig auch auf 90 FPS laufen. Aber wir riskieren es nicht, weil wir dürfen es mal halt ein bisschen einstellen. Also, willkommen bei Thief Simulator in VR. Das Tutorial wollte ich eigentlich überspringen. Aber das machen wir jetzt einfach ganz schnell. Mit mir ja nichts vergessen. Musik gibt es auch, das ist gut. Ich weiß nicht, das hat vielleicht ein... Irgendwo in den Einstellungen kann man vielleicht noch an der Grafik rumballern. Aber... bin mir nicht sicher. Ich spiele mit den Index-Controllern. Wird gut optimiert, also mega. Also da, jetzt schon für den Anfang gefällt es mir schon ziemlich gut. Unsere dominante Hand ist die rechte Hand. Ich versuche mal das ganz schnell zu machen. Ich spiele im Stehen. Ich möchte Touchpad benutzen. Was liegt denn da so viel? Sind die verschlossen oder auf? Verschlossen. Nein, nein, alles okay, tippitoppi. Das ist nur von der Seite raus. Lass mal so. Okay, oh, das ist wichtig zum Schleichen. Okay. Nein, nein, wenn ich in die Hocke gehe, jetzt nicht Crowbar. Geh ich so in die Hocke. Gut, dieses tolle Gemälde nehme ich natürlich mit nicht an. Sieht man hier am Indikator, dass ich hocke. Mich hinhocke, meine ich. Das hat einen Vorteil, dass ich als Dieb leise bin. Wir sehen jetzt kurz einen Indikator. Das ist unsere Lauf... unser Lärm, den wir beim Laufen verursachen, wenn ich jetzt in die Hocke gehe. Bin ich ganz leise. Brauchen wir als Dieb, als Profi-Dieb, hört man mich ja nicht. Rotation glätten. Wir rotieren uns in Real Life. Also nicht so wichtig. Ja, hier sieht man schon ein bisschen die Grafik, dass sie schon gut ist bei 300 SS. Wir haben hier drei verschiedene Indikatoren. Gelb, blau und grün. Hauptziel, Information und Nebenziel. Okay. Was war das? Hast du gesehen? Rechte Ruckner? Aber nicht so schlimm. Bei 300 ist es erwartend. Wie gesagt, vielleicht schalte ich mal noch ein bisschen runter. Und das ist top. Ich muss festhalten. Fester da an. Na, fest da an. So einen festen Platz. Gefällt mir. Ein Brecher ist das Hauptwerkzeug des Diebes. Nimm sie und befestige sie an deinen Gürtel. Okay. Okay. Oh, ich bin so gespannt. Schau dir das Fenster an, um die Sicherheitsstufe zu sehen. Untersuche das Fenster. Fensterverschluss, Schlösserknacken. Schlösserknackstufe 4, Glasschneider ist zu benötigen. Okay. Also wir gucken uns das Fenster an und dann wissen wir, was für ein Fenster das ist. Wie im realen Leben auch. Du kannst Brechstangen benutzen, um Dinge zu zerstören. Auch Fenster. Aber denke daran, zerbrochene Fenster können in reichen Häusern Alarm auslösen. Naja, benutze die Brechstange, um das Fenster einzuschlagen.
Ja, genau so. Und dann geht man da rein und dann macht man die Tür auf. Oder auch nicht, doch. Ja. Ich weiß nicht, ist das so gewollt? Scheinbar ja. Oder ist es ein Bug? Ach, heutzutage glaube ich, sind überall irgendwelche Bugs drin. Ich vertraue niemandem. Nichts mehr. Dies ist deine Taschenlampe. Nützlich beim Plündern von Häusern in Schutze der Nacht. Du kannst sie an deinem Kopf befestigen. Aha, und am Kopf. Ah! Mal wieder nehmen und wieder ausmachen. Das ist ja mal nice. Die Taschenlampe kann ein- und ausgeschaltet werden, ohne sie abzunehmen. Bewege einfach deine Hand nah an deinem Kopf und drücke die Auslösen-Taste. Interessant! Gefällt mir. Oh, dieses Spiel wird uns lange begleiten, habe ich so das Gefühl. Nimm Gegenstände, untersuche sie mit deinem Controller. Untersuche das Handy. Mhm. Ich kann es untersuchen. Ein LD. Keine Ahnung, was LD ist. Okay. Gabriel Vaccario. Epistemological Different World. Oh Gott. Gut, dass man es nicht lesen konnte, hätte ich das alles lesen müssen. Nutzloser Gegenstand. Brauchen wir nicht. Er hatte recht. Eine Kamera. 2 LD. Und Head and Shoulders. Ohne jetzt... Und jetzt Schleichwerbung zu machen. Dasher ist hier, aber das ist original Head & Shoulders. Ist nutzlos. Also, elektronisches Geräusch. Elektronische Geräte müssen wir suchen. Und keine Bücher und keine Waschstationen. Okay. Gegenstände können auch aus der Entfernung untersucht werden, indem du sie einfach nur ansiehst. Informationen über das Objekt sichtbar. Ich sehe es an. Aber das sind nutzlose Sachen. Okay. Der Boden ist der Boden? Ja, der Boden ist der Boden. Wahrscheinlich müssen wir noch kurz den Boden anpassen. Pause Recording. Pause Recording. Continue recording now. Okay. Ich habe zwar irgendwas kaputt gemacht, aber es funktioniert. Das kaputt zu machen, obwohl es funktioniert. Super. Sieh wertvolle Gegenstände. Nimm den Rucksack von deinen Rücken und lege Gegenstände hinein. Nice! Es hat so Into the Radius. Eine Mischung aus Into the Radius und Bahnfinder. Gefällt mir jetzt schon sehr gut. Und lege Gegenstände hinein. Jeder Gegenstand hat ein bestimmtes Gewicht, also wähle die Beute weise. Ich nehme das da. Und das da. Na, der Tisch ist irgendwie klein. Im Rucksack sind 3 Tabs. Werkzeuge, die bei einem Raubüberfall benutzt werden. Beute, die Dinge, die gestohlen sind und verkauft werden können. Mhm. Sehe ich die? Ah. Minispielwerkzeuge. Werkzeuge, die benötigt werden, um ein Minispiel zu starten. Wie zum Beispiel Schlösserknacken. Du kannst sie während des Spiels kaufen. Sie können nicht aus dem Rucksack herausgenommen werden. Roter Hintergrund bedeutet, dass sie das Werkzeug nicht im Rucksack befindet. Grüner Hintergrund bedeutet, dass sich das Werkzeug im Rucksack befindet. Okay. Ja. Cool. Wähle den Rucksack-Anzeigemodus. Sichtbarer Rucksack auf deinem Rücken. Hol den Rucksack, indem du dann, den du nach den Vorderdreh wirst. Unsichtbarer Rucksack hinter deinem Kopf. Hol den Rucksack, indem du. Da war ich. Nö, ich finde das eigentlich ganz cool, dass man ihn nicht sieht. Und quasi so. Ja, ich meine, so sieht man keinen Rucksack aus, ist mir schon klar. Aber ist trotzdem ein angenehmes Spiel. Gegenstände können auch in den Rucksack gelegt werden, ohne ihn vom Rücken zu nehmen. Nimm die Kopfhörer und platziere sie hinter deinem Kopf. Lass sie fallen, wenn die Vibration am Kopf verschwindet. Alex? Hört man von Alex?
Ja. Hört man von Alex. Finde ich gut, dass sie das implementiert haben. Das Spielmenü ist auf dem Tablet verfügbar. Dort findest du auch Informationen über die Nachbarschaft, Missionen, den Fähigkeitsbaum und vieles mehr. Nimm ein Tablet. Mhm. Aha, ein Fähigkeitsbaum. Interessant. Was wir da können, wenn wir wahrscheinlich im Laufe des Spieles dann noch sehen. Spiel, Grafik. Das müssen wir noch alles noch im Detail einstellen. Aber ich würde jetzt sagen, möchte ich jetzt endlich ins Spiel rein. Du kannst dein Tablet auch in den Einstellungen skalieren. Ja, okay, nimm dein Tablet. Tablet skalieren. Was? Muss das jetzt alles sein? Kann ich das nicht einfach später machen? Was willst du von mir? Aha, die Größe. Ja, ja, das passt schon. Okay. Oh, es wird dunkel. Finde das nächste Ziel. Dies ist ein Fahrzeug. Mit falschen... Ah, ich dachte... Falscher Kratz, ich dachte, das wäre ein Gräser. Verwende es für den Transport großer Gegenstände im Kofferraum. Öffne die Tür und steige deinen Wagen. Ja, ja, mit Schwung. Okay, rum rum, Motherfucker. Oh, Automatik. Wenn etwas schief geht und du aus dem Auto springst, nutze die neue Zentriertaste, um deinen Kopf wieder im Auto zu platzieren. Aha. Okay. Dann muss ich nicht so nach unten. Gut gelöst. Sorry, dass das Tutorial so lange geht. Der Autositz kann frei eingestellt werden. Greife das Tablet und stelle deine Person hinter dem Lenkrad ein. Greife das Tablet und stelle deine Person... Aha! Interessant. Das ist ja mal nice. Passt. Mann, ich kann ja... Das passt schon. Das Auto hat viele interaktive Elemente. Dreh den Schlüssel in die Zündung, um das Auto zu starten. Zündung. Meine Kamera an. Zündung. Ich habe ein Auto. Ich kann fahren. Aber, ach, ich hab's nicht gesehen. Sorry, Leute, das ist echt nicht gesehen. Ach, du Scheißendreck. Muss ich auch noch eine Fahrschule machen. Autofahren ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit eines Diebes. Übe Autofahren, probiere die Anti-Motion-Sickness-Modi aus. Reiche den mit dem Indikator markierten Endpunkt, um das Level zu beenden. Okay, neigen, rollen, Rolle festlegen, steuern, bla bla bla. Fahren, mich wohlfühlt, probiere. Okay. Läuft! Bremsen, bremsen, bremsen! Jawohl, ja! Ja, wir fahren vorsichtig und jetzt Vollgas! Nice! So, Ende des Tutorials. Ich will jetzt endlich mal klauen. Reicht jetzt. So, Leute. Bin mal die Grafik eingestellt. Jetzt sieht's gut aus. Statt 300, 260.
Aber Leute, sieht das cool aus. Weil, hey, simple as fuck. Aber die Schärfe gefällt mir. Okay. Kann sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen einstellen muss. Aber ich denke, für den Anfang reicht das. Was ist? The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Welches? Immer irgendwelche. Weißt du, dann schauen ein. Jetzt ist auch das Tablet scharf, wie ihr sehen könnt. Oh, das ist. Sieht gut aus, sieht gut aus. Gefällt mir. Okay. Okay. Let's fucking do this. Nö, war auch überhaupt nicht laut, ey. Nein, ich bin kein Spanner. Stalker in VR. Hatten wir schon mal. Schleiche dich ans Fenster, um zur Küche musst du deine Knie beugen oder den Controller benutzen. So, jetzt. Ich habe natürlich keine Erfahrung mit Clown. Sowas mache ich nicht. Trotzdem versuchen wir, unseren Aufgaben entsprechend eine gute Arbeit zu leisten. Wir stehlen den Reichen die Beute. Das ist mein Credo. Für mich sind die alle reich, weil die sind reicher als ich, also sind sie reich. Reicher auch als egal, anders. Ja, ich habe irgendwie psionische Kräfte, scheinbar. Ja gut, kann man erahnen, wenn man die so sieht. Müssen warten, bis den richtigen Zeitpunkt erwischen. Daran vorbeizuschleichen. Die ahnt schon irgendetwas. Die denkt sich, es ist so ruhig hier draußen. Licht meiden. Hier das Licht. Als ob der uns nicht sieht. Also irgendwie müssen wir die Grafik hier, glaube ich, noch ein bisschen einstellen. Das ist mir alles hier viel zu hell. Kann man hier irgendwo. Hallo, das kann doch gar nicht sein, dass der mich jetzt nicht gesehen hat. Ich meine, gut, hätte er mich jetzt gesehen, wäre das Spiel jetzt vorbei. Scheinbar nicht. Dunkel ist hier nicht dunkel. Vielleicht ist er auch stoned. Er ist blind. Bestimmt. Warten. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Okay. Ah, da sieht man auch den Indikator. Vielleicht sollten wir noch mal kurz, weil es geht ziemlich auf die Beine. Wo waren das noch mal? Bewegung. Einstellung, da. Realistisches Kriechen kalibrieren. Okay. So ist besser. Okay. Weiter geht's. Wir haben noch nichts geklaut, Mensch. Nur ein bisschen Gas geben hier. Ja, nicht ewig Nacht. Schlage das Fenster mit einem Brecheisen. Das hört auch keiner, nein. Keiner gehört. Nö, nö.
good job. Time to redistribute a little wealth. Haben wir hier irgendetwas? Schuhe sind nichts mehr, die Cappies auch nicht. Wir brauchen natürlich Geld. Hallo? Mir hier viel zu wenig Geld. Palette, Bart, Washing Powder. Kein Geld. Kackladen hier, ey. Ich stehe einige Kieschen in den Rucksack und stecke sie dort in den Rucksack auf deiner... Ja, ich weiß, wo mein Rucksack... Oh Gott, was ist so laut? Okay. Türen öffnen ist nicht so wie bei Alex, dass man die mit dem Handrücken aufmachen kann. Nein, nein, hallo! Ich weiß nicht, was ist los? Doch, kann man mit dem Handrücken aufmachen. Ist irgendwie hinter meinem Rücken geswappt. Hier sind Schränke, da ist doch bestimmt irgendwie Geld drin oder so. Nein. Ja, ich muss mich dran gewöhnen, die Grip-Tasten besser zu nutzen. Machen wir das an und dann wird das ganze Ding in die Luft gejagt und keiner wird merken, dass was fehlt. Alle werden denken, dass es bei der Explosion kaputt geht. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Warum? Ich kann doch jetzt einfach... Das ist auch Geld wert. Ein Teller? Teller ist nichts wert. Verschlossen. Und das da? Ist auch nichts wert. Oh, das ist was wert. Das wiegt nur so viel. Sind die verschlossen oder auf? Verschlossen. Okay, machen wir anders. Ich noch von der Seite raus. Nein, nein, nein. Jetzt nicht, Crowbar. Dieses tolle Gemälde nehme ich natürlich mit. Nicht anfackeln. Komm schon. Rein mit dir. Daran so schwer, dieses Bild zu tragen, Mensch. Eins, zwei, eins. Und los. Ernsthaft? Verdammtes Scheißbild hier. Nehm jetzt bitte dieses Bild. Ich weiß, dass es Geld hat. Oh Mann. Ist nicht dein
Und hey! Überall tippt es. Im Stecken, glaub es hakt. Ich gehe nicht ohne dieses Bild, ich sag's euch. Wo ist mein Auto? Geht's dem Auto? Ernst? Oh, da ist mal kurz die VR-Brille abgestürzt bei der Hektik. Also, ist keine Polizei da. Und genug Zeit, kein Stress. Und dieses Bild mit einer Hand und mit der anderen Hand. Das ist ein Problem. Geht doch rein mit und tschüss. Kein Bock mehr. Fick da. Los geht's. Dann kommen sie raus und los. Oh, fuck, 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 fuck. Sorry. Vergessen zu lernen zu fahren. Ich hab vergessen, wie man steuert. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, raus einfach, okay. Oh ja. Also leicht stressig ist der ganze Scheiß schon. Muss schon zugeben. Mann, 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 Mann. Warte, ne? Die Tür zumachen, oder was ist denn? Ah, okay. Herbst, ja, das war das Gemälde. S. Ausrufezeichen. Okay. Good job, man. This just hört sich schon work. Viel cooler aus, we'll alles. Pick this up in the morning. Okay, Willibald. Gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Cooking Simulator VR. Könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Stimmt. Wird's aber eher verkaufen. Geht nicht? Schade. Messer könnten wir gebrauchen, dann könnte man das auch hier alles zubereiten. Wir fackeln hier lieber nichts an. Nachher bin ich schuld. Eine Runde können wir noch machen, oder? Na, die Zeit sagt nicht mehr viel. Aber wir gucken uns, wie gesagt, hier noch unsere Höhle an. Und am nächsten Mal hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr machen können. Das ist ein schönes Lied. Ich doch ein bisschen die Grafik runter. Vom Großen und Ganzen. Ah, das ist ja mal schön. Aha. Oh, ist das nice. Das ist doch schön. Wir haben doch jetzt ein Gemälde. Schickische Antiquitäten. Ja, aber das war nicht so wichtig. Das haben wir schon verkauft scheinbar. Steal your forum. Sicherheitstipp für das Haus. Ah, da können wir Tipps uns einholen. Aber das schaffen wir doch natürlich ohne.
als Rip-Off. Wie viel Geld haben wir denn? Wenn uns das jemand sagen? Eine Brechstange haben wir. Ich will so einen einfachen Dietrich. Theoretikschlösser knacken 1. Wie viel haben wir denn schon? Skillpunkte vielleicht? 2 Punkte fehlen uns und dann werden wir in Schlösser knacken investieren. Das hört sich gut an. Ah, da. Geld hätten wir genug. Ja, das machen wir. Gut. Was haben wir hier? Werkstatt, Elektronik 1 und Hackertool. Oh, das wird so gut. Oh, da haben wir noch irgendwas zum Gucken. Geht das noch offen? Nein, das geht nicht. Was wir mitnehmen können. Ach nee, das sind unsere. Muss ich jetzt da umständlich draufdrücken? Toaster. Okay. Ja, das können wir verwahren. Okay. Nehmen natürlich alles mit und verkaufen das dann. Wo verkaufen? Keine Ahnung. Nicht sicher, wo man verkaufen kann. Wahrscheinlich zum Händler müssen wir. Ja, das können wir jetzt erstmal alles in den Rucksack, in den Schrank reinpacken. So. Und dann beim nächsten Mal verkaufen. Oder ich mach das nachher. Oder wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall interessant. Ja, gefällt mir. Ab zur Atmat. Wir haben wieder ein Schwitzen, aber es kommt von meinem ganzen Ducken. Jetzt nicht gedacht, dass es so anstrengend sein wird. Ich kenn's ja von Skyrim. Oder ich kenn's ja vom Skyrim, ja genau. Aber ich habe schon ewig kein Skyrim mehr gespielt. Auf jeden Fall, Thief Simulator in VR. Sieht interessant aus. Ein bisschen Humor muss man schon haben. Man darf das alles nicht zu ernst nehmen. Ist immer nur ein Spiel. Aber ich bin mal gespannt, was wir da noch so finden werden. Ich fand das Tutorial ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Hat viel Zeit weggenommen. Beim nächsten Mal verspreche ich euch, gibt es ein bisschen mehr Diebes-Action. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. In diesem Sinne, euer Enderal Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.